braucht man ein Sutra zu haben. Was ist Sutra? Sutra ist etwas, was du vor dir tust im Gebet, damit keiner zwischen dir und diesem Gegenstand oder dieser Person läuft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hätte derjenige, der zwischen einem Betenden und sein Sutra passieren will, hätte er gewusst, wie das schlimm ist, dann hätte er 40 gewartet. Manche Gelehrten sagen 40 Gebete, 40 Jahre, 40 Gebete oder 40 Jahre sollte man warten. Und die Gelehrten, einige, haben gesagt, dass es empfohlen, ein Sutra zu haben. Und richtig aber ist die andere Ansicht, Wallahu ta'ala ala alam, dass Sutra Pflicht ist, weil es keinen Beweis gibt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam je gebetet hat ohne Sutra. Und diese Überlieferung von Ibn Abbas, was manche bringen, da gibt es überhaupt keinen Beweis, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht zu Sutra gebetet hat. Und dazu, barakallahu fikum, ihr müsst wissen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber sagte, wenn jemand von euch betet, dann sollte man eine Sutra vor sich nehmen. Was ist ein Sutra? Das sind ungefähr 25, 30 cm, was du vor dir tust. Oder zum Beispiel eine Wand oder ein Rücken von einem Bruder, der vor dir betet oder der sitzt. Das kann man alles als Sutra nehmen. Und wenn jemand zwischen dir und dein Sutra passiert, kleines Kind, eine Katze, ein Tier, dann ist Lohn des Gebetes weniger. Und das kann das ganze Gebet ungültig machen, wenn ein Esel, ein schwarzer Hund, schwarz, alles schwarz, schwarzer Hund, und eine Frau, die schon geschlechtsreif ist. Wenn die passieren vor dir, dann ist das Gebet neu anzufangen, Allah ta'ala ala ala. Wenn aber, zum Beispiel ein kleines Kind passiert vor dir, dann könnte dein Gebet bis zur Hälfte des Lohnes verlieren. Wallahu ta'ala ala.